Der Teufel ist wieder ins Haus. Da ist unser Gang, den wir gebohrt haben. Achtung, guck mal. Das ist der Gang. Den hab ich ein bisschen ausgehoben hier. Und dann zeige ich euch gleich den Unglückspunkt. Den Unglücksort. Dort, wo es passiert ist. Weißt du, wo Early wohnt? Ungefähr. Leute, wir müssen kurz mal Zander helfen. Bin, glaube ich, der netteste Teufel überhaupt. Leute, das kommt erst noch. So, erstmal Zander helfen. Early Boy, hat der ein Netherportal? Ich weiß es nicht. Early Boy, ich weiß es nicht. Vielleicht da hinten irgendwo. Wo geht's hier hin? Wir checken mal kurz die Lage. Wo komme ich hier hin? Oh. Oh. Wir gehen da wieder rein. Er antwortet nicht mehr. Zu Nessie und Zander! Hä? Ich kann zaubern! What? Wie habe ich das gemacht? Ha! Moin. Bitteschön. Bitte. So langsam haben wir den Dreh raus, ne? Ist da was? Da ist einfach ein Netherportal. Scheiße, wer baut denn da ein Netherportal hin? Ah, da müssen wir durch. Ich guck mal kurz, wem es gehört. Da ist nichts, Alter. Warum? Guck mal, wir kommen da. Ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber irgendwann kann ich doch mit der Elytra diese Strecke dann hier fliegen. Ey, irgendwann ist das so weit weg. Ich brauche ein automatisches Transportiersystem, um dahin zu kommen, Leute. Ich brauche so eine Art Auto in diesem Tunnel, was mich immer wieder hierher bringt. Eine Flugmaschine. Ist der Joe online? Yes. Hi, Joe. Was geht? Was geht? Gar nichts. Ich sitze gerade vom Computer. Ich kann es beim nächsten Mal ausprobieren, mal gehen, Computer zu spielen. Ah, okay. Ja, hört sich spannend an. Pass auf. Also, du bist ja hier so der Redstone-Ingenieur, ne? Bin ich das? Ja, bist du nicht? Okay, also, dann frage ich jemand anderen. Dann muss ich Spark fragen, glaube ich. Ja, ich glaube, Spark hat auch ein Redstone-Symbol auf seinem Rücken. Der kennt sich, glaube ich, ganz gut damit. Er kennt sich besser aus. Nein, pass auf. Also, okay. Ich bin gerade dabei zu industrialisieren die Farm nach Netherite. Ich habe mir einen Tunnelbohrer gebaut. Okay. Und damit bin ich gerade unterwegs. Allerdings wird der Tunnel irgendwann so lang sein, dass ich zu Fuß das nicht alles immer so schaffe. Ich brauche sozusagen eine Flugmaschine, die mich immer von Start des Tunnels bis zum Bohrer hinbringt. Du bist ja richtig am Ausbauen hier. Ja, soll ich es dir mal demonstrieren? Machen Zeig. Wir nachher. Ich kann mir schon denken, welches Design das ist. Das ist das von Mambo Jumbo, was ein Hermitcraft gebaut hat. Ja, aber das Problem ist ein Slime. Wenn du mit Slime, wie nennen sich diese Dinger nochmal, dahin fahren möchtest. Das dauert ja irre lange. Also Slime. Ja, gibt's da keine schnelle Maschine? Nein. Ich meine, also ich will mich dann reinsetzen und AFK sozusagen dahin fahren und da ist dann so eine Obsidianwand und da mache ich Halt. Also ich drehe dann nicht um, sondern ich bin dann dort. Und wenn ich wieder zurück will, fahre ich zurück zum Anfang vom Tunnel und bin dann dort. Weil irgendwann ist dieser Tunnel einfach 100.000 Blöcke lang. Das kann ich ja nicht laufen, nee, da setze ich mich einfach nachts rein und fahr los. Und bin dann am nächsten Tag halt an dieser Stelle, farm da ein bisschen und fahr dann wieder zurück. Ich werde mal nachdenken, was möglich ist. Ich werde mal in meiner Testwelt ein paar Designs ausprobieren, ob es ein schnelles Ding gibt. Alternativ überlege ich gerade, ob man nicht, es gibt ja so Konstruktoren, ob man nicht eine Maschine bauen kann, die irgendwie hilft, so eine Bahn zu erstellen oder irgendwie. Ja, das wäre zum Beispiel krass. Man schreibt mir im Chat gerade, Elytra ist einfacher, aber irgendwie was, eine, die die Blöcke placed oder so irgendwie was. Geht da, gibt's da was? Nee, oder? Es kann sein, dass es da was gibt, aber da bin ich jetzt gerade selber überfragt. Ja. What the fork? Ey, ich hab immer noch von dir. Nee, nicht den. Oh, lol. Alter. Ah, lol, der Schattenwolf. Ich dachte gerade bei dem Redstone, mein TNT explodiert bei meinem Tunnelbohrer. Alter, ich hab gerade echt Panik gekriegt. Ich dachte so, scheiße, und dann hab ich's gecheckt. Ich trinke jetzt erstmal ein Schluck Wasser. Hast du jetzt echt getrunken, oder ist es auch Soundboard? Ja. Ich hab zu Halloween alle Leute im Kopf genommen. Okay, Joe, wir spielen ein Spiel. Was ist echt, was ist falsch? Oder Soundboard? Das Quiz. Okay. Also, echt oder Soundboard? Echt oder Soundboard? Ja.
Okay, dann schauen wir mal ganz kurz. Dankeschön, H13Z12 mit meinem Stop. Jetzt komm schon. Hä, das warst du, das war echt. Das war echt. Ja. So. Basti? Ey, Joe, es wäre mein Tunnelbohrer wäre fast in die Luft geflogen, weil ein Gast gespawnt ist und der hat geschossen. Was? War, wie findest du eigentlich den Shop hier bei uns? Den Shop? Ja, den hast du mir doch schon gezeigt. Oh, Basti. Und kurze Frage nochmal. Den Shop soll, oder möchtest du auch so eine Art Kassensystem bei dir haben? Ich weiß noch nicht, ob sich das halt lohnt, wenn ich euch Abgabe geben muss, aber okay, aber warte, ich... Basti, eine Sache noch, Das alles, was du gerade hörst, das sage ich gar nicht. Das ist aufgezeichnet. Haha, verarscht. Ich dachte, du wolltest rausfinden, was echt oder nicht echt ist. Hä? Wer redet jetzt mit mir? Das ist aufgezeichnet gerade. Was ist aufgezeichnet? Hallo. Hey, Joe! So, jetzt müsstest du mich wieder hören können, oder? Warst das jetzt du? Genau, du müsstest mich jetzt wieder hören können. Ja, ich höre dich. Das ist immer noch eine Verarsche, das ist immer noch aufgezeichnet, was ich sage. Weil ich genau weiß, was du gleich sagen wirst. Joe, Alter, du bist so ein Psycho, das macht mir gerade so Angst. So, hi Basti, da bin ich wieder. Ich ja. Was nimmst ja. du? Alter. Genau. Mhm. Ja, genau, bin ich Hä? Auch. Ja. Hör bitte auf! Super. Du nimmst mich gerade sowas von hops, Alter. Ja. Ja. Was? Ja. So sehe ich das auch, Basti, genau. Und... So, nein, das war ein Spaß, das war aufgezeichnet. So, da bin ich wieder. Hi Basti, grüß dich. Das ist aufgezeichnet, habe ich recht? Jetzt habe ich gewonnen. Nein. War das jetzt nicht aufgezeichnet? Ja, ja nein, ciao. Ja. Alter. Da war eine Kiste, das war nicht echt. Das war nicht echt, ich habe recht, ich habe gewonnen. Aha. Ja. Das ist echt Psychoterror Next Level. Holy shit. Ja, nein, vielleicht. Sag mal, Trabi. Ja. Ja, was? So, da bin ich wieder. Hallo Basti, grüß dich. Das war wieder aufgezeichnet, das war aufgezeichnet. Nein, das war nicht aufgezeichnet, das ist nicht aufgezeichnet. Das ist jetzt aufgezeichnet. Das war alles... Oh, Lord. Ey, mach das nie wieder bei meinem Bohrer, ey! Das ist mit Tint! Warte, ich hatte immer noch meine Minecraft-Sounds, deshalb so, ich übertreibe jetzt nicht mehr. Alter! Oha! Jetzt hab ich gerade voll kurz Angst gekriegt. Was? By the way, das war eine Aufzeichnung. So, da bin ich jetzt wieder. Hä? Was jetzt? Joe! Jetzt ist Feierabend! Jetzt ist wirklich genug! Du prickst mich gerade, ey. Das ist echt gerade Psychotherapie. Das erinnert dich so sehr zum Prank. Oh Gott, egal. Weißt du, das ist wieder World Border. Das war noch viel ärger. Also, da war ich richtig mad. So, ja, ich höre dich. Jetzt hör auf, Gott. Ich weiß, es ist eine Aufzeichnung. Soll ich dir die Audiodatei schicken? Basti, ist kein Witz. Was für eine Audiodatei? Ja, die Audiodatei mit dem, was ich aufgesprochen habe. Wie viel hast du denn aufgenommen? Ungefähr die letzten 15 Minuten hatte ich vorbereitet. Das war wirklich eine komplette Audiodatei. 15 Minuten. Und... Okay, da ist die Audiodatei zu Ende. Hi, grüß dich. Hab ich's geschafft, dich reinzulegen? Ist es jetzt auch aufgezeichnet? Nein, das ist jetzt nicht mehr aufgezeichnet. Safe ist das aufgezeichnet. Jetzt red mal wieder richtig mit mir. Ich rede richtig mit dir. Hallo, was? Rede doch jetzt richtig mit mir. Ich spiele die letzten paar Sekunden der Audiodatei vor, damit du es am hörst. Ungefähr die letzten 15 Minuten hatte ich vorbereitet. Das war wirklich eine komplette Audiodatei. 15 Minuten. Und ja, das war alles, das war jetzt ganz raffiniert vorbereitet. Hä, du hast auch mich aufgenommen? Immer während ich eine Audiodatei abgespielt habe, habe ich eine neue Datei aufgenommen. Und so habe ich es quasi hingekriegt, jetzt nicht die ganze Zeit hier zu triggern. Ich habe das Zeitgefühl komplett verloren. Hast du mich? Alter! Sorry. Alter, weißt du, wie ich mir vorkomme? Gerade als wäre ich in so einer Zeitschleife. Weißt du? Keinen Anschluss an diese Nummer. Basti, du wolltest mir etwas erzählen. Ja, was gibt's? Kennen wir uns eigentlich schon? Was ist das jetzt? Ja, wir haben schon die ganze Zeit erzählt. Was wollte ich dir erzählen? Ich weiß gar nichts mehr. Mein Brain ist Matsch, Alter. Die Frage, die du jetzt klären musst, ist, bin ich der echte The Joecraft oder bin ich immer noch eine Aufzeichnung? Diese Frage musst du jetzt klären, indem du mich etwas fragst und ich antworte darauf. Los geht's. Was soll ich ihn fragen? Wie spielt Deutschland morgen? Ja. Oh, okay. Ja.
Warte mal. Ja. Ah, 6-0 gewinnen die. Nein. Hä, du hast so oft aber ja gesagt. Ja. Ja. Nein. Mein Gehirn ist Matsch.